Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rage 2. Ich habe gerade nur hier den Obrigkeitsturm platt gemacht. Den noch ein bisschen, auf den Sack ging. Und jetzt machen wir einmal die Story-Mission weiter. Sorry. Ne, ich gehe den regulären Weg. Obwohl, ich hole mir mein. Nein! Scheibenkleister. So, ist hier Platz? Oh, tief im Obrigkeitsgebiet ist der, ey. Okay, ich bin bei den Zwillingsfällen. Ich halte die Augen nach Anzeichen der Obrigkeit offen. Gut, sag mir, wenn du was findest. Ja. Ich dachte, das wäre ein Mörser. Auf den Kopf hier vorbereiten sollen. Ah ja. Ouch. So, I'm gonna kill this man. Also hier. Lopsch, meins. Ich kann mir vorstellen. Sorry, nicht allzu lang ist. Walker, hast du was? Nein, noch nicht.
Ich such weiter. Was war das denn? Achso, es war noch auf Wolke. Ja, bis jetzt sehe ich auch noch nichts von der Obrigkeit. Oh, ich habe schön meine Waffen aufgerüstet. Das habe ich, stimmt. Klassiker, Wasserfall. So. Nehmen wir denn noch Kunz? Wir nehmen definitiv noch Kunz. Sind Sie über mir? Das sind alle Guns weg. Na. Schrott, 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 schrott. Ja, aber ja. Das Terminator. Das Terminator. Ah, ich glaube, ich habe Terminator umgebracht. Ah.
Alter, das ist doch mal geil. Also zwei Neuronen. Helga? Hier ist eine Art Tor, das in den Berg führt. Sieht so aus. Ja, ich gehe rein, um es rauszufinden. Okay. Sieh an, Clegg Claytons kleiner Heli. Oh, das sieht sowas vom Bosskampf aus. Dieser Ort. Ich glaub's nicht. Sie bauen hier diese gigantischen Mutantenmonster. Vielleicht bereiten sie noch mehr Angriffe wie den auf Vineland vor. Hallo? Fuck. Keine Verbindung. Gut, holen wir uns diesen Spaltkern und verschwinden dann wieder. Ziemlich unheimlich hier. Ich brauche was von der Unterstützung, die Sie versprochen haben. Ein kleines Extra für mich. Dann bekommen Sie von mir, was Sie brauchen. Ich war mehr als geduldig mit Ihnen, Mr. Clayton. Wenn Sie mir Wellspring nicht liefern können, dann muss ich leider Gewalt anwenden. Hey, hey, unser Deal, Cross. Ich darf Sie daran erinnern, dass ich Sie reinlasse, sobald ich Bürgermeister bin. Oh, Ihr Traum vom Bürgermeisteramt. Ich weiß Ihren Ehrgeiz zu schätzen, Mr. Clayton. Doch ich versichere Ihnen, das wird nie geschehen. Sie hatten es versprochen! Sie haben mich belogen! Clayton belogen! Ich hätte es vorgezogen, Wellspring still einzunehmen. Aber jetzt gibt es Mord und Totschlag. Aber ich bin Clayton! Zielt nicht auf sein Gesicht. Ich will seine Leiche als Andenken behalten. Was? Nein, nein, nein. Ich zahle doppelt so viel, wie er bezahlt. Ihr hättet die reichsten Mutanten im Ödland sein können. Oh, Entschuldigung, ja.
Noch welche? Ja. Ich will mal behaupten, das war's für dich. Okay, ich denke mal hier in dieser Art Kommando. Das ist ja eine Treppe. Ja, perfekt. Ich hab alles nachgeladen hat. Ja, aber ich muss wenigstens hier den Point. Ne? Schauen wir was mal. Ah, ne, danke, lass mal. Nicht, wenn ich daneben stehe. Die Aufzüge immer so heftig sein müssen. Aber wenn wir die Mutantenfabrik zerstören, das ist hier schon mal ein Anfang, würde ich mal behaupten. Das ist aber gerade nicht so stark. Haben wir hier was Hübsches? Ich muss darüber. Ach, da ist er. Hm, gar nicht gesehen. Thank you.
will denn jetzt sagen, die Mutanten sind jetzt nicht gerade die Stärksten. Autsch! Ach, ich wollte auch sagen, ja, ein bisschen kleiner. Also mit der Hyperkanone sind die echt leicht. Zwei wären jetzt schwer gewesen. Das war dann nur so eine Art Käfig. Oh hey. Nö, von hier komme ich. Okay, muss ich kurz einmal nachladen, ja? Im offenen Kampf sind sie doch schon. Alles klar, ist doch hier lang. Ich hab's verstanden.
verlangen, gibt's eine Pumpgun. Gesundheit brauche ich im Moment hier gerade gar nicht. Da, ein Filtritspaltkern. Fiese Laser. Ich muss den Strom abstellen, um ranzukommen. Auf. Ach so. Ey, ist unfair, unfair. Das war unfair. Das ist so unfair. Bürgermeisterin Hager, bitte komm! Du warst eine Weile nicht erreichbar. Was gibt's? Nun, ich hab den Spaltkern. Und Clegg Clayton ist tot. Warst du es? Nein. General Cross hat den Befehl über Videoablink erteilt. Diese Freaks haben ihn einfach niedergemäht. Aber Clegg hat für Cross gearbeitet. Ganz genau. Cross war unzufrieden mit Cleggs fehlenden Fortschritten. Er hat ihn unterstützt, damit er Bürgermeister wird und die Tore von Wellspring für seine Horden öffnet. Was den versuchten Anschlag erklärt. Ja, aber Cross wollte nicht mehr warten. Er dachte, Clegg würde ihn verschaukeln. Bald wird er vor deiner Stadt stehen. Nicht, wenn wir ihn uns zuerst vorknüpfen. Bring mir den Spaltkern, dann bekommen wir den Predator-Panzer zum Laufen. Dagger bringt diesen Krieg direkt zu Cross. Scheinkleister. Ich dachte, das wäre der Fahrschlüssel nach oben. Da.
wir fahren wieder nach oben. Mache ich jetzt aber Schnellreise. Ich muss auf das andere Trailer tragen. Keine Lust. So. Ranger Walker, Sie haben Post. Du da, du kommst hier nicht rein. So, ich hab das Beispiel mal einmal war Overdrive. Hier um Cyberdog Carl zu sehen. Ich nehme an, ich du drei, hast oder? Die erforderlichen Rohmaterialien. Einmal dich. So. Mehr Modmaterialien kann ich Ich bin bereit zu dienen. Wiederkehrender Kunde erkannt. Aktiviere Ruhemodus. Ja, du warst fertig. Banana rein. Ich halte ihn. Verstehe ich nicht, wie ich die da weiter. Du warst noch nicht in der Todesschlucht, Ranger? Die ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Du hattest recht mit der Tech. Und den Goons.
Goons. Ja, das hatte ich befürchtet. Ohne die sind wir besser dran, Ranger. Such nach einer Höhle bei der Straße. So gelangst du hinein. Mückenstich am Bauch, ja, das ist so ekelhaft. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Was gibt's? Helga, ich hab den Feldtriedspaltkern. Dann können wir endlich den Predator-Panzer zum Laufen bringen. Naja, etwas unspektakulär, aber was soll's. Gute Nachrichten, Walker. Der Predator-Panzer läuft. Fies, elegant und wunderschön. Jetzt brauchen wir noch eine letzte Sache. Finde Dr. Anton Quasir. Er hat das Puzzleteil, das wir brauchen, um Dagger an den Start zu bringen. Wird erledigt. Ja. Pass auf dich auf. Machen wir mal, ne? Unter der Oberfläche. Ich liebe den Gestank von muffigem Schrott am Morgen. Oh, dass ich mal noch habe. Schön. Du hast weniger Gepäck und meine Kasse klingelt. Hier ist auch so eine, ja. Das Haus ganz so klein ist, das wundert mich. Ranger Walker, Sie haben Posten. Alter, das ist ja voller Bettmobil. Ich glaube, damit kann ich die... Lobby ausschalten. Boah, das ist aber auch ein Panzer. Wenn ich auch... Ja, die ist so leicht steuern, aber macht schon irgendwie Fun. Ja, da haben wir schon mal eine fette Panzerung, ey. Bin ich noch weiter von? Oder haben wir die Bäume?
warte, Jungs. Wow, okay. Ich hab fett zu fahren, aber... Alter, ich hab mal sagen, wie geil ich bin, ey. Ach, komm schon. Ja, was auch immer. Feigling. Thank you.
Na warte, ich komme mit meinem Spielzeug. Das Glück ist dir hold, oh Ungewaschener. Ich fordere dich zu einem Rennen heraus. So, ich versuche es noch einmal. So, komm, weil das noch mal mit dem Panzer so nicht leid ist, wir brauchen mehr Turbo.
Okay, das funktioniert nicht. Ich dachte eigentlich, das wäre nur so ein kleines Schlüchtlein, wo man rüberfährt, aber naja, anscheinend nicht. Ja, ich dachte, ich muss irgendwie Thank you.
Walker. Was das denn? Weiteres Signal von einem Ranger-Anzug. Man halt so machen. Oh Gott, ich bin hier in den Level 9. Du hast 10, ne? So, 8 auf heute, muss ich hinkriegen. Aber dazu später mehr. Ich beende jetzt den Part. Im Leistungsmodell und Feedback will ich mir immer wieder eine Freundin oder Stadt abonnieren, wenn es heißt Rage 2.